Hallo im neuen Video. Wir sind gerade noch in der Ormos Keri, das ist im Süden von Zakynthos, in dem großen Kolpos Lagana. Ja, und nachher werden wir den Anker hochholen und dann soll es heute zum Peloponnes darüber gehen. Mal gucken, was der Wind treibt. Im Moment, man kann es nicht sagen. Auf jeden Fall wird man gern rüber segeln, dass wir da nicht so viel Motoren müssen, weil es sind doch ein paar Seemeilen darüber. Ja, und jetzt geht es dann nachher gleich los. Ja, ich baue mir gerade ein Auge. Es gibt eine professorische Halterung um einen Baum rum, oder um einen Mast rum vielmehr, wo ich meinen Ausbaum einhängen kann. Ich habe da keinen dran, nur so eine Spielbaumschiene. Und ich möchte aber neben Öse montieren für einen Ausbaumer. Und heute wollen wir testen auf die richtige Höhe. Und du machst einfach professorisch mit so einem gebundenen Teil hier hin. Einfach mal gucken, wo die optimale Höhe ist, bevor ich die Löcher bohre. Jetzt segeln wir noch ein kleines Stückchen hier an der Küste entlang. Die schaut doch toll aus. Und eben hat es ganz arg nach Öl gerochen, war auch so ein Ölteppich auf dem Wasser. Und irgendwie haben wir gelesen, dass es hier so unter Wasser Ölquellen hat, also Öl natürlichen Ursprungs. Ist natürlich nicht so angenehm, wenn man da durchfährt, aber gut, lässt sich nicht vermeiden. Ja, der Wind, der lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Aber jetzt kommt ein bisschen was. Das fühlt sich gerade ganz gut an, oder? Ja, so zwischen 2,8 und 3,2 Knoten Speed over Ground haben wir. Kommt ganz leichte Westbrise und nachmittags soll es bestimmt mehr werden. Hoffe ich zumindest. Ja, und eben sind Delfine an uns vorbeigeschwommen. Schön, gell? Ja, drei Stück waren es. Ich habe zwei gezählt. Waren es drei? Ich habe drei gezählt. Okay. Schon mal ein Erlebnis. Wenn Professorium funktioniert, da ist die Halterung, Spielbaum eingehakt, der Teleskopbaum, wo gerade noch fehlt, ist ein Toplift, aber da habe ich schon Rollen oben drin, muss man mal Leine einziehen und dann steht das Ganze so und wir fahren sehr tief und sonst wäre es gar nicht möglich, weil ganz wenig Wind. Am Plotto sieht man, dass wir die Hälfte schon haben, da sind wir gestartet, wir sind da runter, die Küste angeschaut und seitdem segeln wir darauf und da wollen wir hin. So langsam verschwindet Zakynthos im Dunst. Ja, an solchen Tagen macht Reisen mit dem Segelboot Spaß. Gentleman Breeze, 13, 14 Knoten, schön von hinten. Sonne scheint, wir können viel Strom machen. Alles läuft komplett mit Sonne und Wind. Und wir kommen noch gut voran, genau in die richtige Richtung. Aber leider gibt es auch andere Tage, wo es nicht so gut geht und nicht so schön ist. Aber heute ist es ein Traum. So, jetzt sind wir dann schon bald da in Katakolon. Das ist hier. Und hinter diesem Landvorsprung ankern wir dann. Da holen wir die Angel mal wieder ein, ha? Ohne Erfolg. Vielleicht schwimmt einer mit, aber ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass einer mitschwimmt. Also die Ankerbucht hier bei Katakolon fühlt sich sehr gut an. Wir liegen sehr ruhig und geschützt. Der Wind hat jetzt allerdings auch nachgelassen. Ein paar Boote kommen gerade noch rein, scheinen aber teilweise da hinten in den Hafen zu gehen. Und Kreuzfahrtschiffe legen hier auch an. 16 Stockwerke hat Andi gerade gezählt mit dem Fernglas, meint er ungefähr. Ja, oder? 16? 16 mit dem Rumpf unten. Mit ganz unten allem. Mit dem Rumpf. Oh, die legt jetzt nämlich gerade ab. Aber ganz unspektakulär, wenn die da ablegt. Und Musik hört man bis hierher. Ja, Wahnsinn. Ja, unsere Ankernacht in Katakolon war erstaunlich ruhig. War völlig in Ordnung, dort zu ankern. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Pylos. Und noch haben wir den Motor an. Also vorhin sind wir schon stückelig gesegelt. Dann hat der Wind ziemlich nachgelassen. Jetzt sind wir unter Motor unterwegs. Und jetzt kommt langsam wieder eine Brise. Das können wir wahrscheinlich bald Segel setzen. Das sind 5 Seemeilen. Mhm. Da oben waren wir. 5,
10, 15, so 16, 17, 17, 17, hier sind wir ungefähr, ja. 20, 25, 30, 35, 40, 45, so 50 Seemeilen haben wir gesamt. Gute 15 haben wir schon, haben wir noch 35 Seemeilen, dann sind wir im Pilos. Schön. Irgendwas hängt an unserer Angel. Das holt Andi sie mal ein. Gucken wir mal, was sich da verfangen hat. Oh, lass sie lieber stecken. Vielleicht kann ich dir helfen. So, wir haben tatsächlich einen Fisch an der Angel. Wir können es gar nicht glauben. Wow. Das ist natürlich... müssen wir den da irgendwie rauskriegen. Uiuiuiui. Schöner Thunfisch. So, jetzt haben wir ihn draußen, jetzt müssen wir ihn tot machen. Andi, das ist deine Aufgabe. Ja, kein Problem. Das ist ein ganz schönes Blutbad, gell? Ja, blöderweise. Haben wir das Beiboot auf den Ball gelassen. Ja, das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Haben auch irgendwie nicht damit gerechnet, dass wir einen rausholen. Muss ich ein bisschen schrubben, hä? Segel haben wir auch noch gestellt. Die segelt da so gemütlich vor sich hin. Ist auch ganz gut so. Ist gar nicht so einfach, gell? Wenn man es nicht so noch nie gemacht hat. Aber das muss man halt lernen. Schon mal zugeschaut. Das halbiere ich mal, dann tun wir den Kühlschrank, weil es frischt der Wind gerade auf. Wir müssen uns jetzt um die Segel kümmern, genau. Ja, dann kriegen wir das hier auch in die Tüte. Jetzt haben wir zwei Riesenportionen hier in den Tüten. Und die tue ich jetzt in den Kühlschrank. Und dann gucke ich mir das heute Abend mal an, wie ich das dann zubereite. So, ich habe jetzt nochmal extra eine Tüte, weil die, sonst stinkt das nämlich. Weil die einen Tüten haben ein bisschen Blut abbekommen. Da ein Kühlschrank unten rein. Perfekt. Das Heck ist auch wieder sauber. Also wenn man so einen Fisch ausnimmt, dann macht es Sinn, vorher die Teakfläche nass zu machen und nicht aufs trockene Teak den Fisch bluten lassen. Haben wir festgestellt. So, wir machen kurzfristig eine kleine Planänderung. Und zwar wollten wir in die große Bucht bei Pylos gehen. Das ist aber noch ein ganzes Stück und jetzt haben wir uns überlegt, warum gehen wir nicht einfach hier in diese wunderschöne Traumbucht, das ist eine der schönsten Buchten am Peloponnes, in die Voidokilias, das ist die hier. Die ist total schön, die Bucht, soll nachts wohl immer ein bisschen Schwell drin stehen, aber ist so ruhig momentan und soll auch eigentlich kein Wind kommen. Wir probieren das jetzt einfach heute Nacht. Ist auch noch kein Boot drin, was ich erkennen kann. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, da oben auf dem Hügel ist eine alte Festungsanlage. Da kann man auch rauflaufen. Ja, und das habe ich auf dem Plan stehen. Ja, das ist sehr cool, wenn man da reinfährt. Mega. Ja, ganz viel Platz ist nicht hier, weil es doch ziemlich gleich flach wird. Man muss wirklich in die Mitte reingehen. Aber total schön. Oh, 20 Grad. 20 Grad, dann machen wir das Beiboot runter, gehen doch schwimmen. Das würde ich auch sagen. Die Leute sind auch alle im Wasser hier. Erste Viertel vom Thunfisch gibt's heute. Ein Viertel unten noch ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen was dazu gemacht. Ich habe Angst gehabt, das reicht nicht. Wir haben gerade einen herrlichen Sonnenuntergang hier in der Bucht. Das ist fantastisch. Und ich hoffe, wir haben auch ein gutes Essen. Habe ich ihn gut hinbekommen, den Thunfisch? Sensationell. War auch ganz frisch. Ja, frischer geht nicht. Heute Nachmittag vorhin. Und ich habe Gemüse dazu gemacht. Also heute war ein richtig cooler Tag. Wir haben einen Fisch gefangen. Wir liegen in der Traumbucht, wir haben einen traumhaften Sonnenuntergang, wir haben ein gutes Essen. Jetzt hoffen wir nur, dass die Nacht auch gut wird, weil hier kommt immer ein bisschen Schwell rein, habe ich schon gesagt, in die Bucht. Und momentan liegen wir super. Hoffentlich dreht das Boot nicht und dass es dann irgendwann nachts diesen da macht.
aber ich glaube, das ist es wert. Das ist irre schön hier. Eigentlich wären wir noch gerne hier länger geblieben. Ich hätte auch gerne noch mal einen Landgang gemacht in der schönen Bucht. Aber die haben ab heute Mittag Gewitter gemeldet und da ist uns die Bucht zu unsicher. Da weiß man nicht so genau, was kommt. Deshalb fahren wir jetzt nach Pylos rüber in die große Bucht. Da liegen wir da in dem Fall wahrscheinlich sicherer. Tolle Landschaft. Hier unten bei Pylos. Stark. Ja, dann fahren wir jetzt durch hier. Also die Einfahrt in die Bucht ist hammermäßig. Die Bucht selber ist schön, nicht so spektakulär, aber die Einfahrt ist wow. Ja, jetzt haben wir unseren Ankerplatz hier hinten in der Ecke erreicht. Zwei Boote ankern aktuell hier. Da gesellen wir uns jetzt dazu. Der Anker hat nicht aufs erste Mal gehalten. Irgendwie ist nicht so gut haltender Ankergrund hier. Und es ist die Sonne wieder rausgekommen, aber da hinten grummelt es ganz schön. Da donnert es ab und zu. Ganz witzig, wir haben Freunde heute getroffen, hier Segelfreunde vom Bodensee, die sind mit dem Wohnmobil unterwegs und sind bei uns auf dem Boot auf Besuch heute, wunderschön. Die Ute und der Jörg, hallo! Wir freuen uns, hier sein zu dürfen. Ja, wir freuen uns auch total, dass das geklappt hat. Hat mich total gefreut, dass wir vorbeigeschaut haben. Super ja, spontan, schön. Ja, Mas, zum Wohl. Da haben wir ein ganz leckeres Frühstück, und zwar Müsli mit Erdbeeren, frischen Erdbeeren. Die haben uns gestern nämlich Ute und Jörg mitgebracht. Das hat uns total gefreut. Hier sind scheinbar überall Erdbeerfelder um die Ecke und die sind ja mit dem Wohnmobil unterwegs und haben da die Erdbeeren gekauft. Ja, und die habe ich jetzt fürs Müsli aufgeschnitten und für morgen haben wir auch noch welche. Ja, es ist schon Mitte Mai jetzt da, 15. ist glaube ich heute. Und der Wind ist immer noch ein bisschen frisch
und die Nächte sind auch noch relativ kühl. Man kann also super schlafen, das ist okay. Aber das haben wir Mitte Mai auch schon anders gehabt in Griechenland. Also eher angenehm. Aber im Segel, wenn du so im Schatten sitzt, ist dann teils noch ein bisschen frisch. Wir machen jetzt einen Landgang, gehen ein bisschen wandern. Haben auch schon eine Mülltonne gestern entdeckt. Da bringen wir jetzt unseren Müll hin. Und jetzt haben wir hier einen tollen Blick über die Navarino-Bucht. Nicht ohne hier. Und da schwimmt die Orisa. Der ganze Weg hier rauf zur Burg, ich bin zum Korn, alles voll, ich weiß nicht, so Urkorn. Was ist genau, das weiß ich nicht, aber andere. Ja, schaut aus wie Getreide. Ja, schaut aus wie Getreide. Wie wildes Getreide. Schön luftig heute. Und da oben ist schon die Burg. Cool, hä? Ganz schöne Burganlage. Burgruine. Oh. So, und da geht's rein in die Burganlage. Frage jetzt ganz schön runter, ja? Ja, aber sensationeller Blick hier oben. Oh. Wow. Am ersten Aussichtspunkt auf der Burg und jetzt können wir über die Navarino-Bucht schauen und über die Lagune, die nebendran ist, und wir sehen auch die Orison da unten ankern. Wunderschön. Ach, ist das nicht traumhaft, diese Bucht. Von oben genauso schön, wie wenn man drin ankert. So, jetzt kommen wir vom Kastell oben, vom Palaio Castro. Und jetzt gehen wir noch zum Beach rüber. Jetzt sind wir angekommen. Schön, schön. Der Sand ist herrlich, hä? Ganz weich. Ganz weich und ganz, ganz eine schöne Farbe. Ein Traum. Ja, wir wandern hier gerade durch so eine tolle Dünenlandschaft. Ist aber allerdings anstrengend, im Sand zu laufen, vor allem bergauf. Unser Ziel ist nämlich heute noch, das letzte für heute, da oben, diese Höhle. Unterhalb der Burg. Die muss recht groß sein, die wollen wir uns heute noch geben. So, jetzt schauen wir mal, ob sich der Aufstieg hier gelohnt hat. Das sieht mal gar nicht schlecht aus. Ah, hier blüht es wirklich überall ganz herrlich. Oh ja, die ist groß. Wow, fantastisch. Oh, die geht weit rein. Hinten wird es ganz schön dunkel. Ja, oben kommt noch ein bisschen Licht rein. Oben kommt Licht rein, ne? Das ist ja cool. Boah, die schaut ja riesig aus. Boah. Die Handy-Taschenlampen sind so schwach. Ich habe auch die Taschenlampe ehrlich gesagt vergessen. Ich dussel. Mitten in der Höhle ist eine Feuerstelle, haben wir jetzt entdeckt. Und man wird leider nicht viel sehen. Aber die Öffnung da oben, die kann man jetzt sehen. Und ich hoffe, dass da ein Gitter drauf ist. Weil sonst
ist da oben ein tiefes Loch. Ich bin heute schon geschwommen und habe die Haare gewaschen und dann habe ich ein Thermometer eingeschalten, weil ich gedacht habe, ach, ist gar nicht mehr so kaltes Wasser, und dann war ich aber doch erstaunt. 16 hat er angezeigt. Jetzt zeigt er 16,4. Oh, 16,8, jetzt ist er gerade hochgegangen. Aber immer noch knackig. Wenn wir gleich im Püters drüben sind, einfach mal draußen vor der Marina und da gehen wir abends ein bisschen bummeln, einkaufen. Und vor allem unsere Lebensmittelvorräte müssen wir auffrischen. Und im Kühlschrank ganz schön leer. Und hier wird unser nächster Ankerplatz sein. Direkt neben Pylos. Hey, wir laufen gerade durch Pylos durch und gucken nach dem Supermarkt. Aber natürlich haben wir es wieder Sonntag. Da denken wir gar nicht dran. Aber zumindest suchen wir jetzt mal, damit wir morgen finden können. Falls er heute zu hat. Ja, wahrscheinlich schon. Ach, wir haben einen kleinen süßen Minimarkt entdeckt. Der reicht uns doch völlig aus. Ja, das schauen wir mal beim Gemüse hier. Ja, und solche Läden, die ziehen den Andi immer magisch an. Genau wie die Bäckerei. Hat hier Marinezubehör. Jane, 5 Meter? Das ist voll nett. Und gleich was zum Trinken angeboten bekommen. Und Olivenöl geschenkt bekommen. Da haben wir jetzt zugeschlagen in dem kleinen Laden. Anker und Kette. Der war aber auch sehr nett. Und hat alles da gehabt. Das ist ganz praktisch, wenn man da draußen ankert. Dann kann man hier in die Marina reinfahren und hier drin anlegen mit dem Dinghy. Jetzt sind wir voll beladen. Mit Anker und Kette. Ah, da kommen die nächsten rein. Witzig. So, jetzt sind wir noch ein bisschen durch Pylos hier gebummelt. Ja, der Ort ist ganz nett, muss man sagen. Hat einen schönen Platz in der Mitte mit großen Platanen. Die Schatten spenden, und jetzt essen wir hier noch ganz lecker griechischen Salat und Souvlaki und haben einen ganzen Liter Weißwein bestellt. Da hockt man jetzt noch ein bisschen und dann geht's zurück aufs Boot. Ja, und dieses Video, das endet jetzt hier in Pylos. Bei uns wird es weiter am Peloponnes entlang gehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eure Likes, über nette Kommentare, und ich sage einfach mal Jammers. Und bleibt uns wohl gesonnen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.